Hallo Welt, da sind wir wieder in unserem Dosenbunker. Na, ist denn unser Unkraut schon nachgewachsen? Durst, Hunger? Feeling refreshed. Jawohl. Und wir haben was zu essen mitgebracht. Jawohl. Aber wir können ja auch Pilze essen. Nüsse sind aber auch gut. Aha. Platz für einen Stein. So, was macht denn jetzt unser Unkraut? Unser Unkraut ist nicht nachgewachsen. Also ich habe im Internet mal danach gesucht, wie lange es wohl dauert, bis Unkraut nachwächst und ob es denn überhaupt nachwächst. Auf Reddit stand in den Kommentaren, ja, alles wächst nach, aber bei uns tut's das Unkraut irgendwie nicht. Kein Unkraut will wachsen. Was machen wir denn da? So werden wir ja so gut wie nie fertig, oder? Oder gibt's irgendeine Chance? Naja, wir müssten woanders hin. Es ist in der Nähe noch ein Unkrautstamm. Da ist aber eine Spinne auch. Hinter diesen Holzpöllern da. Ja, hier wächst gerade gar nichts. Das ist aber ein Ding. Ist das kaputt? Bei uns. Haben wir es kaputt gemacht schon? Wir gucken mal hier um die Ecke, ob da eine Spinne ist. Vielleicht können wir da ja ein bisschen hacken. Da ist es. Na, das Spinnennetz ist da. Hallo, Rüsselkäfer. Da ist sogar einiges an Unkraut hier. Ja, sonst kommen wir ja nicht weiter. Was machen wir denn heute Schönes? Also, von unseren Aufgaben. Ich bin dafür, dass wir nicht nur bauen. Natürlich, bauen ist auch wichtig. Aber ich bin dafür, dass wir auch mal eine Aufgabe oder zwei machen, damit wir da auch weiterkommen. Vielleicht bekommen wir dann ja die Rezepte, die wir noch brauchen. Wir hatten Glück hier mit der Spinne. Es ist zu früh, die Spinne schläft noch. Hoffe ich. Steine! Steine können wir hier kloppen. Okay, wo bauen wir denn weiter? Eigentlich ist diese Seite echt nicht ganz so wichtig, ja? Oh nein! Das hat keiner gesehen, ja? Ein Wassertropfen ohne Grashalm. Den hat keiner gesehen. Also, auf der Seite hier ist es echt nicht so wichtig. Die Ameisen. Es geht ja, erstmal geht es uns um die diebischen Ameisen. Und die kommen meistens eher von dieser Seite, vom Ameisenhügel her. Ja, und da sind wir jetzt endlich um die Ecke gebogen hier. Wow. Hey, was ist denn heute? Okay, ich glaube, ich muss den Titel nochmal neu starten. Seht ihr das? Irgendwie... Keiner, nicht hingucken. Das sieht nicht schön aus. Irgendwie ist alles schrubbelig heute. Ja, wir haben zu viel gebaut, vielleicht. Ach, da sind die Dinger hingefallen, ins Spinnennetz.
Da, zack rein ins Spinnennetz. Nicht gut. Tja, wenn wir öfter so etwas hätten, Unkraut, dann wäre das schon prima. Vielleicht müssen wir irgendetwas abmurksen, damit es weitergeht. Noch ist Sommer. Schönes Wetter hier. Wer weiß, wie es im Winter hier aussieht. Ja, da sind wir fast einmal rum hier, hä? Aber das ist ja noch lange nicht alles, liebe Welt da draußen. Wir wollen doch auch noch eine Verkleidung vorne vorbauen. Das sind ja jetzt erstmal nur die Gerüste. Und dann gibt es ja auch noch die anderen Pläne, die wir gerne hätten. Oh, eins fehlt. Trauen wir uns ans Spinnennetz her? Ja. Ja, wir trauen uns. Mann, da haben wir so gekämpft, dass wir die Axt kriegen. Jetzt haben wir die Axt und das Unkraut wächst nicht nach. Das ist doch bestimmt nicht so gedacht. Oh, ja. Und das war's, außer wir gehen ans Spinnennetz jetzt, da sind noch ein paar. Kann man das hier nicht hacken? Ah, irgendwie nicht. Ach, und dabei war ich mir so sicher, dass drüben am Blumenbeet eben die Sachen nachgewachsen sind so schnell. Sind sie dann eben nicht? Oh. Ein Pfeil von uns. Ja, dann hauen wir mal drauf hier. Sogar im Spinnennetz. Sogar im Spinnennetz steckt unser Pfeil. Jetzt nicht mehr. Da oben haben wir noch einen Teil. Ah ja. Ja, hoffentlich ist der Spielstand nicht irgendwie kaputt, dass das nie wieder geht bei uns. Oh mein Gott. Das möchte ich gar nicht haben, so etwas. Nee, nach dieser Folge werden wir den Titel mal neu starten. Irgendwas scheint hier nicht ganz so richtig zu laufen. Oh, schade. Hey, das Gras ist ja auch gar nicht nachgewachsen hier. Ja, das dauert wahrscheinlich alles. Aber da ist was nachgewachsen. Ach du meine Güte. Überall durch unsere Brücken durch. Na, holen wir uns das andere Spinnennetz auch noch? Ich denke mal, ja. Wollen wir das Haus hier nicht irgendwann mal wieder reparieren? Oder bleibt das jetzt für alle Zeiten so kaputt?
halb fertig. Wir bauen ja an allen Ecken hier. Kein Wunder, dass wir nie fertig werden mit irgendwas. Ja, das ist auch so verführerisch hier mit den Bauplänen. Oh. Da kommen wir gar nicht dran ans Spinnennetz. Wow. Aha. Wir brauchen das Spinnennetz gar nicht zu zerstören. Ja, aber dann wäre es das auch für uns. Ich sehe hier zumindest nichts mehr, was wir zum Bauen verwenden könnten. Da ist eine Pinchen hier noch. Ja, da müssen wir irgendwo anders hin. Da drüben... Oh, die Maus. Die... Da drüben sehe ich auf jeden Fall so. Da sehe ich Pusteblumen, Pusteblumen und ganz, ganz viele Pusteblumen. Da sind aber auch Spinnen in der Gegend. Das ist mehr so in der Mitte hier, bei der Maschine, wie man sieht. Die mysteriöse Maschine. Ja. Und bei uns wächst irgendwie gar nichts. Was haben wir uns denn dabei gedacht hier eigentlich? Hier kommt man ja gar nicht. Hier kommt man ja gar nicht wieder rauf. Wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Oh. Keine Ahnung, irgendwas haben wir uns dabei gedacht. Moment mal. Ja, ach Mann, Moment mal. Ich wollte jetzt. Ich habe jetzt überlegt, oh ja, wir bauen hier eine Brücke rüber über die ganzen Holzpinne hier. Bis da drüben und dann darüber zur Hecke hinten hin. Denn da ist auch noch ein Raw Science-Punkt. Jojo, aber so viel Baumaterial haben wir ja gar nicht. Wir wollen ja auch nicht nur bauen. Oh, eigentlich schon, aber. Aber wir wollen ja auch etwas erleben. Wir müssen heute den Bombardierungskäfer, den Bombardkäfer, den müssen wir heute platt machen. Dreimal, fünfmal sogar. Oh. Ja, einmal ist schon der Hammer. Dann müssen wir alle Pfeile, die wir haben, mitnehmen. Wie haben wir den? Einmal haben wir den doch nur geschafft, weil uns auch irgendwelche anderen Viecher zu Hilfe gekommen sind. Eine Sache hätte ich hier ganz gerne noch geblaupaust. Nämlich da hinten in der Ecke ist das alles viel zu niedrig. Hier so. Da kann auf jeden Fall noch was rübersteigen. Oh, wir haben noch so viel zu tun und so wenig Material. Ja, okay. Es muss ja nicht stimmen, was da bei Reddit steht, aber Reddit ist eigentlich... Die Leute wissen, was sie da schreiben. Nur es kommt nicht vom Hersteller oder so, dass alles nachwachsen würde. Oh Mann. Und hier sind auch noch so viele Grasplanken. Ja gut, komm. Wir machen das in dieser Folge eben hier ein bisschen höher an der Stelle. Damit hier auch nichts rüber kann. Der große Käfer, dieser Stinkekäfer, der kommt ja sowieso überall rüber. So, wo fangen wir an hier? Ja. So, so geht es doch besser hier. Ja, ja, klar. Noch weiter. Noch weiter. Weiter. Maus. Ach, der kommt hier drüber. Der große Käfer, der krabbelt hier drüber. Der hat gar kein Problem damit. Hier aber schon. Also hier wird er nicht so ohne weiteres rüberkommen. So. So soll es dann aussehen. Ja, komm, hier machen wir auch noch einen weiter. Ja. Einen weiter und eine Treppe. Uch, da brauchen wir doch 60, 80 Tage werden wir noch brauchen dafür.
Menohoho. Oh, das ist ja alles viel zu niedrig hier. Da müssten wir ja bis zu der Treppe, da könnten wir ja die Treppe wegnehmen und das alles hier auf eine Höhe bringen. Das wäre besser. Das mit der Treppe ergibt hier gar keinen Sinn. So, die Treppe kommt weg. Sollen wir die so weghauen lieber? Oh, da haben wir aber nichts rausbekommen, nichts Gutes. Das ist ja wieder schade. Hier liegt ja alles noch rum. Können wir das werfen? Ja. Ja, wir können. Aber das muss schon so hoch. Das muss schon so hoch werden. Ja, und wofür haben wir dann hier unten überhaupt die Grasplanken da reingeschmissen? Bräuchten wir doch gar nicht dann. Ach komm schon, ein so ein kleines Stückchen noch irgendwo. Ich möchte hier jetzt nicht durchlaufen von unten, das alles bebauen. Ich möchte gerne gemütlich oben drauf laufen. Ja, aber hier ist nichts weiter. Gucken wir doch nochmal in unsere Baupläne hier. Hier an der Stelle haben wir nämlich zum Beispiel hiervon ziemlich viel Clay. Aber da haben wir noch keine Wände, hm? Wie sieht denn so ein... Oh, wir brauchen nur zweimal Clay dafür? Wie sieht denn so ein Ding überhaupt aus? So sieht's aus. Und wir könnten... wir könnten das hier raufbauen. Eine Rampe. Aha. Ja, okay. Die sind ziemlich klein, die Teile, hä? Obendrauf können wir auf die Schräge hier nichts bauen, okay. Hier könnten wir überall was dran bauen. Okay. Das war ja wohl nichts. Wie sieht's damit? Oh, was brauchen wir dafür? Vier. Viermal Lehm. Aber Moment, wir können das hier bauen. Wir konnten doch mit den anderen Sachen hier gar nicht weiterbauen. Lehm geht hier. Ja, diese hier gehen nicht. Aber Lehm geht. Lehm liegt oben auf. Lehm geht. Dann lehmen wir doch hier etwas. Ich möchte das mal ausprobieren und mal gucken, was passiert, wenn wir mit Lehm bauen hier. Wie das wohl ausschaut. Ah, darunter geht's nicht. Darüber wird's noch gehen. Darunter geht nichts. Wo ist unsere Schaufel? Holen wir uns mal ein bisschen Lehm ran. Ich habe behauptet, hier würde Lehm rumliegen. Gut. Unsere erste Lehm-Foundation. Und die bauen wir hier. Haha. So viel. Da frage ich mich, Lehm wächst auch nach, oder? Wächst nach, naja, da wird ohne Ende Lehm sein irgendwie. Durstig. Was haben wir denn im Inventar? Ach was, nichts zu trinken mitgenommen? Ja, dann trinken wir hier raus mal. Ja, das denke ich wohl auch. Das war's dann erstmal damit, schade. Ja, hier müssen wir mal gucken,
wahrscheinlich werden wir hier dieses eine Teil dann rausnehmen, eine Tür reinsetzen und dann gucken, dass wir hier irgendwie hinkommen. Wir können aber gar keine hinlaufen können. Also wir können gar keine Wände bauen, oder? Ich dachte, es gibt auch Lehmwände. Gibt es die gar nicht? Aber das scheint mir doch sehr viel stabiler zu sein als alles andere. Nee, irgendwas stimmt heute nicht mit dem Titel hier. Teilweise haben wir auch keine Fußgeräusche, keine Laufgeräusche. Und da wir das da so schön mit dem Leben gemacht haben, machen wir das hier doch auch. Oh, Moment, so nicht. Bis ins Wasser rein. Gerne. Wir haben ja auch schon Lehm eingelagert. Aber das tragen wir, glaube ich, dann hinten zum Pflanzenbeet hin. Es wird dunkel und wir sind am Ende der Folge. Das heißt, ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.